Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In Rumänien hat Präsident Băsescu im Machtkampf mit Regierungschef Ponta einen Erfolg erzielt. Das Verfassungsgericht des Landes erklärte ein Referendum wegen mangelnder Wahlbeteiligung für gescheitert. Mit der Volksbefragung wollte die linksliberale Regierung den konservativen Präsidenten stürzen. Nach dem heutigen Richterspruch bleibt Băsescu im Amt. Premierminister Ponta kritisierte das Urteil als illegal und kündigte einen Vorstoß für eine umfassende Verfassungsreform an. Hallo, mein Name ist Evolution, Ihr Jobjournalist für die kniffligen Fragen, wieder knallhart auf Recherche, da wo es brennt, da wo der Bär steppt und da wo es abgeht, abgeht. Ja, ich befinde mich in Rumänien, um hier über die rumänische Verfassungskrise zu berichten. La 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 live aus Bucuresti hier. Ich gemerkt, dass das aber leider gar keinen interessiert. Verfassungskrise. Bin mir auch ganz sicher, dass das in Deutschland keinen interessiert. Die Rumänen tanzen hier, die Rumänen feiern, die sind gut drauf. Die Verfassungskrise interessiert sie null. Ja. Und deswegen dachte ich, berichte ich einfach hier von der guten Stimmung, vom rumänischen Leben, von den rumänischen Tänzen. Hautnah recherchiert. Am Volk. Ja, und die Frucht meiner Recherchen. Tolle Bilder hier aus von der Stimmung im Land. Reisebericht, Smell, Faust, Bucuresti, Flair. Flair zeige ich dann am Freitag. Lokalrunde, Show mit Weltniveau in Kaliburga. Ich bedanke mich für Ihre Gebührengelder. Ich sage, bis bald, Ihnen. Ciao, Ceausescu.